Hey Leute, willkommen zu einem kleinen neuen Projekt und zwar einer Koop-Torwart-Karriere im WM-Modus und zwar zusammen mit dem Jan. Hi! Hey! Und zwar bringen wir das Projekt auf beiden Kanälen gleichzeitig, beziehungsweise halt hat Jan eine andere Karriere als ich, spielt mit einem anderen Club und auch mit einem anderen Torwart und das soll halt jetzt einfach so ablaufen. Also ich nehme jetzt als Club in Gruppe B Spanien und Jan spielt halt dann immer quasi den Gegner von mir. Und den gegnerischen Torhüter von mir. Und ja, ich bin gespannt, wie weit wir kommen. Jans Kanal bzw. Jans Video zu der ersten Folge dieser Koop-Torwart-Karriere ist rechts oben beim i und natürlich in der Videobeschreibung verlinkt. Und für alle, die jetzt neu auf dem Kanal sind von Jan oder was auch immer, für die verlinke ich rechts oben beim i im Laufe des Videos ein paar coole Videos von mir bzw. Playlists von anderen Karrieren. So, ich würde sagen, wir starten jetzt direkt mal rein mit Spanien. So, wir haben das erste Spiel direkt gegen Portugal. Das heißt, du darfst direkt mal den portugiesischen Torwart spielen. Ich habe gar keine Ahnung, was der portugiesische Torwart ist. Ja, weiß ich nicht, aber werden wir gleich sehen. Der wird noch einer der Besten in dieser Gruppe sein, weil Marokko und Iran, ja, ich weiß nicht. Ich hoffe, wir kommen natürlich trotzdem durch die Gruppe durch. Ich habe bisher noch nie den WM-Modus gespielt, aber würde es mir natürlich trotzdem wünschen, auch wenn ich nicht der beste Torwart bin, hier dann doch ins Finale oder wenigstens ins Spiel, um Platz 3 zu kommen. Wie gesagt, wir starten jetzt mal ins erste Spiel rein und dann sehen wir weiter. Let's go! Die Spieler betreten das Feld und gleich erklingen die Nationalhymnen. Wenn euch das ganze Projekt gefällt, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Dann weiß ich, dass wir auf jeden Fall noch ein paar mehr Folgen machen sollen, weil es euch gefällt. So, jetzt hören wir uns die Nationalhymnen an. So, jetzt eine Torwartkette hier mit De Gea. Das wird auf jeden Fall ganz geil. Aber jetzt spielen wir direkt mal hier gegen Ronaldo und Co. Also eine gute Mannschaft. Ich bin gespannt, ob ich hier ein paar coole Paraden raushauen kann. Leute, wir haben die Perspektive übrigens auf Längenansicht. Oh. Alter, das war eine richtig gute Parade erstmal. Glanzparade, der wäre fast drin gewesen. Die Perspektive ist auf Längsansicht. Und so, dass wir halt beide unseren Torwart gut sehen können. Ja, ich hoffe, das passt alles so, aber besser geht's eh nicht. Oh, das... Boah, klasse Parade, ohne Witz. Ich weiß nicht, ob ich da hingehen hätte müssen, tun haben, aber... Ich glaub schon. Dankeschön, auf jeden Fall. Ja, war nicht schlecht gehalten. Sieht jetzt aus weiß, der Perspektive nicht, aber... Ja, wie gesagt, ich weiß auch nicht, ob der rein wäre oder nicht, aber... Ja, ist Parade schon mal. Lieber... parieren, als dann nachher den Ball im Tor. Ja. Ja. Genau so kann man es sagen. Das ist der neue Spruch. Lieber parieren, als verlieren. Boah, Alter. Boah, die nächste Parade. Starker Start auch von Portugal. Und natürlich auch gute Parade von dir. Ja. Der wäre jetzt auf jeden Fall reingegangen. Aber ich meine, De Gea ist auch ein guter Torwart, muss man ganz ehrlich sagen. Ja. Oh, gut gemacht. Und oh, bitte 1:0 Spanien. Ja, da kannst du als Torwart wenig machen, wenn du von der einen Ecke in die andere rennen musst und der Schuss dann schon aufs Tor kommt. Boah, ich war fast da. Ich hab alles ja, gegeben. Das stimmt. Ja, zack. Ah, das war echt voll knapp. Schade. Komm ich nicht mehr hin. 1:0 Isco. Er setzt sich da richtig krass durch. Boah, hätte ich glaube ich gar nicht mehr hingehen müssen. Es war ja Vorteil abgepfiffen irgendwie oder sowas. Oder abseits, ich weiß gar nicht. Ah, immerhin geht alles für die Fans. Ne, doch, hier. Ja, ja, natürlich. Für die YouTube-Fans und für die hier auch. Im Stadion. Ah! Nein, was mache ich? Nein, die Parade, die war eigentlich gar nicht schlecht. Die war echt nicht schlecht, aber da kannst du nichts machen. Oh, ich bin da noch ein bisschen blöd. Aufgestanden, also als ich aufgestanden bin vom Boden, da bin ich dann so ein bisschen blöd losgerannt.
Ah, das war nicht geil. Aber kannst du, wie gesagt, eigentlich nicht so viel machen. 1-1, Ronaldo. War jetzt schon gut, den ersten zu parieren und beim zweiten, halt dann immer extrem schwer. Also das ist natürlich unglücklich, wie man da rausrennt, aber das ist natürlich auch ein bisschen FIFA geschuld. Das Aufstehen ist da immer, da rennt der Torhüter in der Regel sehr ambitioniert los. Ja, ich hab's gemerkt. Vielleicht jetzt, Spanien ist am Drücken. Vielleicht kriegen sie den Ball irgendwie durch. Ja, oh, das war nicht so geil. Jetzt gibt's den Konter. Jetzt gibt's den Konter. Da hinten ist ja echt alles frei. Da ist ja echt alles frei. Oh! Richtig nice. Ah, da muss ich mir mal selbst loben. Das war nicht einfach. Zumindest wusste ich ja nicht, wohin er schießt. Oh, läuft echt nicht schlecht. Übrigens, Leute, kommt das wahrscheinlich im 2-Tage-Takt. Also jeden zweiten Tag ein Video bei mir mit dieser Spanien-Karriere eben und bei Jan mit der Deutschland-Karriere mit Ter Stegen. Oh, Alter, da habe ich fast nichts mehr machen können. Das war richtig knapp. Aber es gibt hier auch gerade richtig viele Chancen von beiden Mannschaften. Und der war ganz, ganz knapp am Tor vorbei. Portugal ist halt so der krasseste Gegner von allen. Und auch den können wir fangen. Oh, oh, da ist er drin. War aber wirklich gut rausgespielt. Durch die Abwehr wie im Training. Natürlich auch den Ball erstmal hergeschenkt da hinten. Auch richtig traurig. Dann steht Cristiano Ronaldo im Zentrum. Ja, Leute, das ist... Da hast halt die 50-50 Chance. Das ist echt schwierig dann noch zu parieren. Also es läuft bisher trotzdem gar nicht schlecht. Bloß Spanien macht vorne die Dinge irgendwie nicht rein, beziehungsweise verdallen sie immer den Ball vom Tor. Die spielen hier die ganze Zeit den Ball zu. Hm. Oh. Jawohl, was machst du? Alter, das war richtig riskant. Was zur Hölle ist mit Spanien los? Was ist in deiner Karriere ist Deutschland? Das gibt's doch nicht. Ja, Portugal ist auch eine echt gute Mannschaft. Alter! Ja, das kann sein, aber Spanien ja eigentlich auch. Also Leute... Da pfeift er nicht ab, der Schiedsrichter ist schon 5 Minuten. Für mich ist okay, Spanien in echt ein ziemlicher Favorit. Das stimmt, ja. Und ja, hier, ich muss sagen, es ist echt vom spielerischen Können her ein gutes Spiel. Also sowohl du als auch ich haben hier echt schon ein paar gute Paraden rausgehauen. Aber Portugal macht einfach mehr. Also ich musste viel, viel mehr halten, als ich das gewohnt bin. Und ja, irgendwann geht er halt dann rein. 2-1 mittlerweile für Portugal. Ich will wenigstens ein Unentschieden, aber eigentlich... 9-3 Schüsse. Eigentlich ein Sieg, ja. 9-3 Schüsse, das ist schon nicht so geil. Naja. Ah. Oh! Es war ein Eigentor. Was? Hä? Was? Nein, das war kein Eigentor. Doch! Doch! Natürlich! Oh, shit. Ich war gerade so verwirrt. Ich bin doch nicht doof, das war natürlich ein Eigentor, aber... Hä? Oh, Mann. Du hattest gerade gar nicht auf dem Schirm, dass da was kommt. Und der haut ihn auch noch selber rein, WTF. Ja gut, Leute, 2-2. Das war gerade echt nicht so geil, den haben wir. Sogar festgehalten, Alter. Oh, wenn er ihn jetzt querlegt... Alter. Warum liegt denn nicht quer? Was aber saubere eine Parade. Ja, saubere Parade. Oh, er hätte ihn so schön querlegen können. So ein Egoist einfach. Aber super Parade, kann man nicht sagen. Also beide Torhüter bisher finde ich echt gut. Ja. Auch wenn es 2-2 steht, da kann man einem halt nichts vorwerfen. Alter! Was? Das kann man aus der Perspektive immer so kacke sehen. Jetzt die Chance für Spanien. Er spielt nochmal raus und... Boah. Da bin ich da. Hammer. Super Parade wieder. Was sind wir zwei für Maschinen? Also das ist wirklich ein Kampf der Giganten hier. Kann man schon sagen. Es gibt wieder eine Ecke, wo ich absolut nichts sehe. Oh, leck. Alter. Was eine Parade. Ich sag ja, wir sind irgendwie on point gerade. Oh, krass. Und den haben wir. Oh, was jetzt? Ehrlich, ist Elfmeter?
Ich habe das Handspiel nicht ausgestellt, wahrscheinlich. Das Handspiel Oh mein. an? Ich wahrscheinlich schon, weil was anderes kann es nicht gewesen sein. Keine Ahnung. Keine Ich muss noch mal gucken, aber es Ahnung. kann sein, dass ich es anhab. Sorry, Leute, dafür. Und jetzt kriegen wir dadurch einen Elfer. Das ist natürlich Kacke. Gegen Ronaldo jetzt im Elfmeter. Und wir halten! Oh, Ey, das ist shit. unglaublich. Was sind wir für Maschinen gerade? Was zur Hölle? Aber ich muss gleich unbedingt gucken. Wenn ich das anhab, wäre es richtig Kacke. Aber anscheinend hab ich's an, weil es war kein Foul. Okay. Das war jetzt ein bisschen komisch, aber natürlich. Komm, Isco. Schlag die Flanke in die Mitte. Oder den Pass. Costa. Costa, jetzt ist er relativ frei. Warum schießt er denn nicht? Was macht er denn? Wir wollen den Ball ins Tor tragen. Irgendwie schon. Es ist echt traurig. Wenn er da geschossen Leichtfertig hätte. vergeben gerade die Chance. Und da kriegen wir das Tor. 88. 88. Spielminute. Ja, Leute, ich kann nicht alles halten, das ist mir schon klar. Aber ich bin echt erstaunt, wie gut dieses Spiel gerade läuft. Vorne spielt Spanien Tiki-Taka bis ins Tor, probieren sie es zumindest. Ah, das wäre viel besser, wenn sie viel früher schießen würden. Und aus dem Konter entsteht jetzt das Führungstor. Das ist mies. Mann! Kacke! Das gibt's doch Ja, wie du nicht. schon richtig gesagt hast, man kann halt nicht alles halten. Und ich meine, Ja. Elfmeter von Cristiano Ronaldo, so viel Zeug, was du gehalten hast. Und irgendwann ist halt der Ball drin. Und Spanien da vorne jetzt auch gerade nicht so Oh. das Beste. Batisum! Ein wahnsinniges erstes Spiel. Und so bitter verloren. Wie gesagt, wir haben es ja beide gerade schon gesagt. Heute Leistung war von beiden wirklich, meiner Meinung nach, exzellent. Beide haben echt gut gehalten. So Leute, wir haben das erste Spiel jetzt leider verloren. Marokko hat gegen Iran unentschieden gespielt, heißt, wir sind jetzt letzter Platz. Allerdings haben wir noch zwei Spiele vor uns gegen Marokko und wie gesagt auch gegen den Iran. Und ich denke, da sollten wir dann schon jeweils 3 Punkte einfahren. Hoffe ich auf jeden Fall mal. Schaut dann auf jeden Fall bei Jans Video vorbei und dann auf jeden Fall bei der nächsten Folge. Haut rein, bis dahin und ciao, ciao. Yeah.